Gestern Abend im Stuttgarter Neckarstadion. Eine leere Pressekabine und verwaiste Mikrofone. Die Sportjournalisten Baden-Württembergs glänzen jedoch nicht etwa durch Abwesenheit, sondern ganz im Gegenteil durch Aktivität. Sie vertauschten die Rolle des Kritikers mit der des Kritisierten und spielten vor 6000 Zuschauern gegen eine prominenten Mannschaft der Firma Saba, die sich durch Gustav Scholz, Horst Rascher, Fritz Walter und Toni Turek verstärkt hatte. Gisela Bothe, die deutsche Meisterin im 100 Meter Rückenschwimmen, vollzog den weitesten Anstoß, den ich je bei einem Fußballspiel gesehen habe. Und dann ging's los. Die Mannschaft in dunkler Spielkleidung, das sind die Journalisten. Auch sie hatten natürlich einige Prominente in ihren Reihen, zum Beispiel die Stuttgarter Asse Robert Schliens und Rolf Blessing und die Trainer der beiden großen Stuttgarter Fußballvereine Eberle von den Kickers und Gutendorf vom VfB. Und der schoss auch prompt das erste Tor für die Presse. Besser eingespielt aber war die Prominentenmannschaft, die schon weit über 100 Mal mit dieser Mannschaft angetreten ist. Zunächst scheiterte sie immer wieder an den hervorragenden Leistungen des Torwartes bei der Presse, Kastler. Aber freilich konnte der auch nicht alle Bälle meistern. Und dann trafen ja zum Glück auch seine Stürmerkollegen verschiedene Male in Schwarze. Hier zum Beispiel Rolf Blessing aus gut und gerne 25 Meter Entfernung. Die 6000 Zuschauer hatten an diesem Spiel ihre helle Freude. Immer wieder gab es Applaus auf offener Szene für beide Mannschaften. Im Tor der prominenten Mannschaft stand Toni Turek. Er war zwar weitaus weniger beschäftigt, aber dafür waren seine Autogramme auch gefragter als die seines Gegenüber. Das Tempo in der zweiten Spielhälfte ließ nicht nach, bitte überzeugen Sie sich. Aber schließlich triumphierte doch die bessere Kondition der prominenten Mannschaft. Sie schoss nun ein Tor nach dem anderen. Hier gleich das 7:3. Kurz vor Schluss gelang den Journalisten dann durch einen verwandelten Elfmeter noch das 4:7. Damit hatten sie zwar zu hoch verloren, aber die Zuschauer waren sich einig. Sie hatten bewiesen, dass sie keine bloßen Theoretiker des Fußballs sind.